Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Book of Unwritten Tales 2. Wir können jetzt über den See gehen, endlich. Remy muss bei seiner ersten Expedition erkannt haben, dass der See zugefroren ist. Vermutlich ist er schnurstracks zur Insel mit dem Tempel gegangen. Na dann auf. Achso. Es sieht aus wie Wasser, aber es ist tatsächlich Eis. Kinderspiel. Alles kein Problem. Remy. Nicht, Wilbur. Das ist eine Falle. Hüpf. Du wirst mir den Zauberstab bringen, den dieser Dieb vor Jahren stahl. Wer bist du? Oder was bist du? Ich bin der Torwächter. Du bist der Geist von einem dieser Zauberer, die den Namenlosen befreien wollten, oder? Der Namenlose darf diese Welt niemals betreten. Nicht? Ich meine, ganz meine Meinung. Weder ich noch Remy wollen das. Warum kämpfst du gegen uns? Er hat den Zauberstab gestohlen. Der Zauberstab ist der Schlüssel. Bring mir den Schlüssel. Lass Remy frei. Er ist schwer verletzt. Er wird sterben, wenn du mir nicht den Zauberstab bringst. Ich habe den Zauberstab nicht mehr. Besorge ihn. Dein Freund hat nicht mehr viel Zeit. So viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen... Dein Freund wird immer schwächer. Besorge den Stab, oder er wird sterben. Aber wir können doch... In Ordnung. Ich werde mir etwas einfallen lassen, Remy. Das weiß ich. Wie er ganz gechillt weggeht. So la 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 la. Gut. Ich muss Remy so schnell wie möglich da rausholen. Er schien sehr schwach. Vielleicht kann ich mich irgendwie am Geist vorbeischleichen oder... Okay, nee, wir schleichen nirgends wohin. Ich war in dem Tempel und da ist ein fürchterlicher Geist. Ich weiß, das sorgt für ein wenig Pep. Ein wenig Pep? Mein Freund liegt im Sterben. Und du hast nur wenig Zeit, um ihn zu retten. Ist das nicht spannend? Für dich ist das hier alles nur ein Spiel, oder? Aber hier sterben Ratten. Wenn Remy etwas passiert, weil ihr mir nicht helfen wolltet, dann... Ach, zum Teufel. Ich habe keine Zeit, mich mit Göttern zu beschäftigen. Probleme müssen gelöst werden. Was hat er denn? So. Wir klettern jetzt mal hoch. Wir müssen irgendwie von Grump diesen Geisterabwehrzeug bekommen. Hör zu, Timmy. Ja? Ich habe... Also ich bin immer noch auf der Suche nach deinem Onkel. Ist gut. Du wirst ihn bestimmt bald finden. Ja, sicherlich. Würde er erfahren, dass sein Onkel dort unten verletzt in der Falle hockt, würde er sich nur größte Sorgen machen. Oder noch schlimmer, er könnte schnurstracks selber zum Tempel marschieren. Ich mach mich wieder ans Werk. Du schaffst das. Na gut. Wie bekommen wir von Grump? Ich schaue jetzt nur noch mal überall hin. Die drei haben alles mit nach oben genommen, was ihnen wirklich wichtig war. Auf den Rest hat Ethel einen wachsamen Blick. Am besten lasse ich alles, wie es ist. Es ist gut zu wissen, dass Ivo dort oben ist und ihr Bestes tut.
Wenn man ehrlich ist, war sie es, die Nate und mir den Hintern gerettet hat, als wir in den wilden Landen festsaßen. Okay. Hi, Ethel. Er schleicht sich noch. Ich habe Remy gefunden. Er ist verletzt. Hast du vielleicht so etwas wie einen Heiltrank? Werde sofort einen anrühren. Dauert etwas, wenn er stark sein soll. In Ordnung. Tu dein Bestes. Und kennst du dich zufällig mit Geistern aus? Abergläubisches Geschwätz. Kann man so nicht sagen. Da unten ist einer. Temperaturänderungen, Nebel, Luftzug, keine Geister. Da unten ist ein Geist und er hält Remy gefangen. Halluzination, Suggestion, nicht real. Bring Remy schnell her. In Ordnung. Kümmere du dich um den Heiltrank. Ich kümmere mich um die Halluzination. Ich schaue, was ich für Remy tun kann. Ja, schnell, schnell. Mit dem Verkleinerungsring von Remy müsste es gehen. Sehr gut. Dann auf in die Schule, oder? Süß. Oh Gott. Vieles hier ist aus diesem glatten, glänzenden Material. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es ein bisschen unheimlich. Dieser Puppe zum Beispiel möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Eltern sagen häufig, hier sieht es ja aus, als sei eine Bombe explodiert. Meistens ist das Übertreibung, aber hier könnte tatsächlich so etwas passiert sein. Das Ding ist riesig. Das kann ich nicht mitnehmen. Mist. Eine der magischen Schiefertafeln. Altes Modell. Ohne Haare. Das muss er sein. Erzmagier Alistair. Eine Trophäe der Ratsvorsitzenden. Widerlich. Ivo und ich müssen ihn da rausholen. Der Arme. Könnte schwierig werden, ihn hier rauszubringen. Direktor Bloch ist im Weg. Und die Ketten dürften sich auch nicht von alleine lösen. Direktor Bloch scheint in seiner Arbeit vertieft zu sein. Solange ich hier unten bleibe und ganz leise bin, wird er mich nicht bemerken. Das goldene Döschen mit dem Kaminreisepulver. Ich kann es nicht nehmen, solange es genau vor der Nase des Direktors steht. Okay. Direktor Bloch ist immer noch der fleißige Diener der Ratsvorsitzenden, wie es scheint. Solange er da ist, kann ich nichts vom Tisch nehmen. Er würde mich sofort bemerken. Es ist alles andere als angenehm. Ich sollte den Ring nur ein... Du bist ja gerade auch schon gestiegen. Das Ding ist riesig. Kann ich hier sonst irgendwie... Ich kann mich ja auch null bewegen. Das ist voll komisch. Die Puppe hat einen Ring am Rücken. Hab ich lieb. Nicht schon wieder. Ich hab Kacke gemacht. Wollen wir ein Lied singen? Professor Wetterquarz? Oh. Es ist nicht, wonach es aussieht? Dann versuchen Sie also nicht, den Frosch zu befreien. Nein. Es ist wohltuend, eine so schlechte Lüge zu hören. Von denen gab es hier in letzter Zeit wenige. Dann wollen Sie nicht um Hilfe rufen? Es wäre meine Pflicht... Wie können Sie nur für Van Buren arbeiten? Wissen Sie denn nicht, was sie dieser Stadt und den Leuten antut? Es ist nicht an mir, über ihre Politik zu urteilen. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der seiner Vorgesetzten gehorchen muss.
egal was sie tut. Auch wenn sie völlig übergeschnappt ist? Nach dem Tod des Erzmagiers ist Sybil van Buren meine neue Dienstherrin. Und es ist meine Pflicht, ihr treu zu dienen. Ich habe den Erzmagier nicht verwandelt. Ich hoffe, das wissen Sie. Natürlich weiß ich das. Allein die Idee ist... Erzmagier Alistair war Professor Doktor der Magie. Sie sind nur Diplom-Magier. Und noch nicht mal ein echter Lehrer. Es ist völlig unglaubwürdig, dass jemand wie Sie jemanden wie den Erzmagier in einem Duell besiegen könnte. Danke. Es war Chantal van Buren. Sie hat ihn mit diesem verfluchten Zauberstab verzaubert, so wie alles andere auch, oder? So ist es. Wie macht sie das bloß? Ein kleines Mädchen kann doch unmöglich diese Macht besitzen. Wir glauben, dass... Halt, ich will es gar nicht wissen. Ich bin ein loyaler Beamter. Ich arbeite für die Ratsvorsitzende. Je weniger Wissen ich vor ihr verbergen muss, desto besser. Bitte, Herr Direktor, Sie könnten viel Gutes tun. Sie könnten zum Beispiel damit anfangen, dass Sie die Ketten vom Einmachglas lösen. Meine Herrin hintergehen? Niemals. Allerdings... Nun, es wäre Zeit, Feierabend zu machen. Ich werde die Tür verriegeln und den Wachtroll zur Wachsamkeit ermahnen. Nur, dass ich einen Gnom hier gesehen habe, das vergesse ich vielleicht zu erwähnen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich werde mir dafür morgen eine negative Bewertung in meine Akte schreiben. Guten Abend, Professor, und viel Glück. Irgendwie mag ich ihn. Er ist ein extrem korrekter Mensch. Verriegele dich. Es darf niemand ins Büro kommen. Hörst du? Puh, das hätte ins Auge gehen können. Es ist eben doch nicht immer von Vorteil, Rattengröße zu haben. Ah. Es ist ein altes Modell. Ich frage mich, ob... Willkommen zurück, Professor Wetterquarz. Tatsächlich. Es ist meine alte Tafel. Das verräterische Stück. Ich tue nur, was mir einprogrammiert wurde. Das Böse sitzt immer vor der Tafel. Wer hat dir befohlen, mich zu hintergehen? Benutzername Munkus Rules 1337. Nein. Verstehe. Munkus Rules und auch nur mit Z. Ich nehme dich mit. Aber glaub ja nicht, dass ich dir nochmal vertraue. Gut. Welch abscheuliche Kreatur. Na! Ist ja nicht besser, so gemein. Ich komme dem Monster nicht zu nahe. Es könnte Appetit auf Gnome haben. Wenn es sein muss. So. Mit der Puppe, die könnten wir vielleicht Ivo geben und dann spannt sie die vor Grump auf und er denkt, das ist ein Geist und dann denkt er, sein Ding hat gar keinen Wert und sie gibt es ihm. Keine Ahnung. Dieses Mal nehme ich gleich die ganze Dose. Es ist für einen guten Zweck. Jede Menge Papiere, Federkiele, Tintenflecken und dergleichen. Nichts davon ist von Interesse für mich. Ziemlich dicke Ketten. Und ich vermute, dass Van Buren sie obendrein verzaubert hat, um sie gegen einen öffnen Zauber zu schützen. Wir holen sie da raus, Meister Alistair. Wir müssen nur noch einen Weg finden, die Ketten zu lösen. Ja, okay, damit wahrscheinlich eher nicht. Ein ziemlich billiges. Gut, dann würde ich sagen, können wir gerade hier gar nicht so viel mehr machen. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir Ivo so geben können. Weil ich glaube fast, dass sie damit viel anfangen könnte. Ivo! Ivo? Ja?
Ich habe hier eine Puppe für dich. Was soll ich mit der Puppe? Was soll ich mit ihr? Warum hast du sie mitgenommen, wenn du sie nicht brauchst? Sie ist ganz schrecklich. Und ich dachte mir, die nimmst du mal besser mit. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Willst du sie nun haben oder nicht? Also schön. So, aber das Reisepulver können wir ihr auch geben. Ivo? Ja? Ich habe ein Döschen Kaminreisepulver vom Schreibtisch des Direktors ausgeliehen. Wunderbar, das kann ich gut gebrauchen. Aber da ist noch ein Problem. Direktor Bloch hat die Tür zum Lehrerzimmer verriegelt. Und was machen wir da? Das ist ganz leicht. Ich schick dir eine magische Schiefertafel hoch. Die kann den Türcode sagen. Praktisch, wenn man einen kleinen Partner hat, der die ganze Arbeit für einen übernimmt. Danke. So, den Rest, glaube ich, brauchen wir selber. Dann wechseln wir mal zu Ivo. Der Papierhut. Und ich hoffe, dass wir der anderen Göttin noch das Xylophon angeben können. Das wäre doch toll. So. Jetzt probieren wir das mal mit der Puppe und Grump. Echt nicht? Oh Mann. Und er will das einfach nicht hergeben, oder? Hallo, Zlo. Prinzessin. Grump vielleicht. Ach. Okay. Danke, Sie waren. Und wenn ich das hier aufsetze und dann mit Ihnen quatsch? Gut. Und okay, das können wir ihn auch nicht anbieten und das brauchen wir ja eigentlich selber. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal hoch zur Schule. Oder kann ich lasse den, Sie müssen ja. Sie. Ja. Jetzt hätte ich gern wieder die Karte, die Wilbur hatte, mit der man so schnell hin und her reisen konnte. Nein, Ivo! Ja, wir kommen nicht durch, bla bla bla. Ich soll das hier abgeben. Was ist das? Ein Geschenk für Chantal van Buren, hat sie sich gewünscht. Nimm das weg. Ich hätte sie ja ins Lehrerzimmer gebracht, aber da du mich da ja nicht reinlassen willst. Bist du meine Mami? Nein! Ich hab dich lieb! Es soll aufhören. Ausschalten. In ein paar Tagen hört sie von ganz alleine auf. Mami, ich muss mal aufs Töpfchen. Ich schlag's kaputt. Was würde die kleine Chantal wohl dazu sagen, wenn du ihr neues Spielzeug kaputt machst? Du weißt schon, Chantal, die so gerne Leute in putzige, kuschelige Wesen verwandelt. Du willst mich erpressen, hä? Aber nicht mit mich.
Kann ich hören? Na gut, wenn er nichts hören kann. Lässt du mich bitte ins Lehrerzimmer? Ja. Ratsvorsitzende Van Buren hat ein... Und? Ich... Und? Ich... Van Buren... Ich war... Wie... Ich... Ich dachte, wir können jetzt einfach durchgehen. Grumder? Du bist die schlechteste Wache der Welt. Er hört nichts mehr. Und was bringt mir das? Okay. Wir wechseln kurz zu Wilbur. Beziehungsweise werde ich erstmal die Folge beenden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.